Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter und für heute insgesamt vierter und letzter Teil. Halbquadrat zwischen Sonne und Uranus. Ein sehr spannender Aspekt, weil er uns auf eine Krise aufmerksam macht, eine Frustration, Gereiztheit, welche dann auch zu Umbrüchen führen wird. Und wie gesagt, Uranus hat immer das Momentum der Unberechenbarkeit auf seiner Seite. Wir haben auch im ersten Teil festgestellt, 6 Planeten im 12. Haus sind sehr, sehr viel, aber wir sehen 7 Planeten im 4. Quadranten, also hier tut sich trotzdem etwas. Spitze 4. Haus steht im 10. Haus, also eine Art hartnäckige Geschichte, die sich hier tut. Und es ist auch im 8., also ich berichtige auf, na nicht, sagen wir 8 Grad, was haben wir da, 10. Haus? Ja, 8 Grad, 21, genau, auf Krebsgraden. Also das heißt, es kommt auch in irgendeiner Form der Bevölkerung zugute. Wir haben hier 4 Planeten im Widder, wir haben hier Aszendent Widder, wir haben logischerweise Geburtsregent Mars im 3. Haus, im Spiegelpunkt zu Sonne und Saturn. Also hier tut sich definitiv einiges bei dieser Masse an kardinalen Planeten, wenn wir den Pluto noch zum Steinbock dazu rechnen wollen. Ja, auch wenn es sehr, sehr knapp schon ist, Pluto ist schon ziemlich mehr schon im Wassermann, mehr hüben als drüben. Und trotzdem haben wir 5 kardinale Planeten und hier haben wir eine starke Umsetzungskraft und darüber hinaus noch Mars macht mobil. Wir haben Aszendent Widder und Schütze gerade. Wie viel haben wir da? 22, 11 ist 33. Ist sehr interessant. Ja, interessant, weil das ist der 22.3. Die Zahlen habe ich heute ausgelassen. Ich habe irgendwie jetzt nicht das Gefühl, dass es stimmig wäre oder wie auch immer. Das Horoskop ist, glaube ich, hier spannend genug. Wir haben hier 2 markante Halbsummen. Zunächst einmal Merkur, Neptun, Sonne. Hier geht es darum, reiches Vorstellungsvermögen, Beeinflussbarkeit, abhängig von Stimmungen, getäuscht werden. Das heißt, es geht hier um die Täuschung. Wer wird hier getäuscht? Wir haben hier Merkur als Herrscher des 2. Hauses, des 3. Hauses und eingeschlossener Herrscher des 6. Hauses. Wir sehen hier, dass Finanzen, Rohstoffe, dass die Wirtschaft, Handel und Industrie verborgenerweise krank sind. Aber ich weiß nicht, ob das verborgen ist. Das pfeifen schon die Spatzen von den Dächern und wir sehen hier, dass Merkur eben in dieser Halbsumme sozusagen in einer sehr großen Täuschung drinnen steckt und dass hier natürlich auch eine große Illusion erschaffen wurde. Gleichzeitig sehen wir auch noch eine Halbsumme in Venus, Neptun und in der Mitte Jupiter. Geht sich ebenfalls sehr, sehr schön aus. Habe ich ein Lesezeichen reingegeben, Venus, Neptun, Jupiter und das haben wir hier, also hier ist Venus, Neptun und rechter Hand haben wir dann hier den Jupiter und hier steht Schwärmerei, in Illusionen schwelgen, Unwirkliches, ja, oder scheinbares Liebesglück. Ich würde sagen, lassen wir gelten, in Illusionen schwelgen, wer schwelgt hier wo, warum, wie oft und wie lange wird das noch dauern, wer ist die Venus, wer ist Neptun, wer ist Jupiter. Die Venus erkennen wir sofort als eingeschlossene Herrscherin des 1. Hauses, steht natürlich auch somit unterschwellig für unsere Heimat, also das heißt, was hier bei uns unterschwellig abläuft und auch für internationale Verträge, also das heißt, hier läuft sehr, sehr vieles auf Vertragsbasis. Wir sehen hier Jupiter als Herrscher des 9. und 8. Hauses. Wir sehen hier ein untergehendes 8. Haus, Imperium, 9. Haus, welches hier versucht, sich bei uns nochmal wichtig zu machen. Aber was haben sie in der Hand? Sozusagen Neptun, das heißt, sie haben eigentlich leere Hände. Sie haben keine Trümpfe in Händen, sondern eher die Strümpfe. Also das heißt, na, die Schlümpfe, die sind wieder was anderes, aber die kommen dann demnächst im Kino, glaube ich, wieder Schlümpfe auf großer Reise. Und wir sehen hier, dass hier gar nichts mehr funktioniert. Ja? Also das ist so ein Desolatoskop, also da ist, oder Finitoskop, oder Rambazamboskop, das ist es. Ja. Wir haben ja auch noch, ja, wir haben Merkur nämlich auch noch in Halbsextil zu Venus. Und zwar relativ genau, können wir uns ja anschauen. Und zwar Merkur hat hier 607, Venus 622. Ja. Also das heißt, die schenken sich nichts. Da geht es rund, da geht es los, da geht es zur Sache. Wie gesagt, Merkur steht für das Finanz- und Versorgungssystem
Und das dritte Haus Merkur steht für Wirtschaft, Handel und Industrie, die Medien und so weiter. Und hier haben wir einen regelrechten, Anpassungswettbewerb, zu den internationalen Handelspartnern, weil hier läuft es im Moment auch nicht gut. Also das heißt, hier haben wir alles so Bredouillen-mäßig besetzt, also ganz schön schwierig. Wie geht es der Bevölkerung? Wie fühlt die sich? Naja, lackiert, oder? Herrscher von 4 in 12, übrigens Herrscherin von 5 auch in 12 und Mond steht ihm wieder. Ganz schön wütend, ganz schön aggressiv und auch sehr hart. Ja? Obendrein noch auf Krebsgraden, na, das kann ganz schön mobilisieren. Im 12. Haus sehen wir natürlich auch wieder die Gefahr, dass die Leute nicht genau wissen, worum es geht. Logisch, ja, weil sie ja Jahrzehnte, Jahrhunderte, wahrscheinlich Jahrtausende lang hinters Licht geführt wurden. Und das sind dann nichts anderes als normale Prozesse. Aber wie gesagt, auch wenn die Leute gar nicht so genau wissen, um was es geht, sind sie doch sehr engagiert. Und natürlich mit Mond-Merkur-Konjunktion werden sie sich auch sehr lautstark artikulieren. Und hier haben wir eine wilde Mischung, weil Mond im 12. Haus ist natürlich auch sehr sensibel, sehr empfindsam gestellt und im Widder ist er sehr stark, sehr heftig, sehr ich-behauptend, ja. Der Stärkere überlebt. Also sehr starke Besetzung auch für die Bevölkerung und wir sehen auch hier Spitze 5. Haus, Wachstum aber eher für uns Wohlstand, das gewohnte Leben, der Lebensstandard. Die Leute hoffen sich das natürlich alles zurück, 12. Haus, aber das ist hier nur noch großer Idealismus, große Träumerei, große Schwärmerei. Das heißt, wir kennen auch hier eben wegen auch Uranus-Herrscher von 12 in 1, wenn auch eingeschlossen, dass hier vieles einfach nicht mehr läuft. Also das ist, es ist halt so, ja, es war zu erwarten, dass es eines Tages so kommt. Und es ist, auch hier sehen wir Herrscher von 1, zweiter Herrscher Pluto im 11. Haus. Das heißt, hier kann vielleicht noch irgendwas versucht werden, aber Pluto ist so schwach, der ist derzeit in einer kompletten Auflösungsspirale. Den gibt es in dem Sinn fast gar nicht mehr. Der ist schon mehr im Wassermann, der ist ja schon idealistischer gestellt. Gut, ich würde sagen, lassen wir das mal auf sich bewenden, dieses Horoskop. Wir sehen, es tut sich etwas, aber es sind noch große, große Unklarheiten und die werden ganz sicherlich nicht in den nächsten 48 Tagen aufgelöst werden, weil so lange dauert es, bis der Sonnerich sozusagen den Uranus wieder erreicht haben wird. Das ist der 9.5., wie gesagt, 9. Mai. Aber wir sehen schon die Vorboten. Hier tut sich schon etwas. Und wie gesagt, in den nächsten 4 Tagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ereignisse. Das geht dann diese Woche, würde ich sagen, Schlag auf Schlag. Der nächste Schlag, der kommt hier von der Straße, nein, nicht von da. Und wie geht es mit uns weiter? Was machen wir weiter? Naja, ich würde sagen, wir bleiben, wie man so schön sagt, am Ball, bitte. Nicht am Opernball, sondern eher am Fußball oder am Handball oder Golfball oder was auch immer. Und bitte, 19.50 Uhr, du weißt Bescheid. Wir haben, glaube ich, dieses neue Jahr um 22.22 Uhr gestern Abend sehr großartig empfangen. Also das heißt, hier werden sich unsere positiven Wünsche und unsere vor allen Dingen Freudeenergie, die stärkste Emotion, die wir haben, auf der positiven Seite werden sich sicherlich sehr stark auswirken. Ich habe nie gesagt, dass wir das neutralisieren können, aber wir können die Wirkung eben mit unserer großartigen mentalen Arbeit sehr stark dämpfen, sehr stark beruhigen. Und ich würde sagen, das ist auch gut und beruhigend zu wissen, dass wir eben dem Ganzen nicht ausgeliefert sind, sozusagen tatenlos oder handlungsunfähig oder wie sagt man, fällt mir gerade ein, ja genau, dass wir sozusagen eben uns selber artikulieren können, dass wir selber in dieses Spiel auch eingreifen können. Gut, ich würde sagen, es geht jetzt, wie gesagt, für mich zur Wanderung und auf die Bärlauchjagd und danach werden wir uns morgen hoffentlich wiedersehen. Alles Liebe und einen wunderschönen, großartigen, wenn auch falschen, was haben wir heute? Dienstag. Heute ist ein keltischer Samstag. Alles Liebe, dein Astrowolf. Ende.